Herzlich willkommen zu meinem Podcast Spiritualität im Alltag. Bist du schon spirituell genug? Was für eine Frage! In jedem von uns steckt Spiritualität. Du darfst sie nur entdecken. Übersetzt heißt Spiritualität nach dem Lateinischen Spiritus, so viel wie Geist, Seele, Sinn, Atem, Leben, die Suche nach dem Sinn unseres Seins. Spirituelle Menschen haben eine bewusstere Lebensführung. Sie meditieren, ernähren sich bewusster, machen Yoga oder andere Praktiken, die in der Masse nicht so üblich sind. Nach einem spirituellen Leben zu streben, bedeutet, dass du dich auf dein Innerstes konzentrierst und dein Bewusstsein erweiterst. Vielmehr geht es um deine Selbstverwirklichung, dein eigenes spirituelles Wachstum und deinen Fortschritt. Manchmal werden spirituelle Menschen als suspekt beäugelt, eben als Andersdenkende wahrgenommen. Doch in jedem Körper wohnt ein Spirit inne. Somit sind wir alle spirituelle Wesen, nur manche leben diese Spiritualität mehr und andere weniger aus, und manche haben mit solchen Themen gar nichts am Hut. Die seelische Bestimmung hängt davon ab, was für ein Leben man führt, ob und wie du die Spiritualität ausleben möchtest. Zum Beispiel ein Musiker, ein Sänger oder ein Maler lebt seine Spiritualität in seiner künstlerischen Tätigkeit aus. Das macht er ganz unbewusst. Er hat einfach seine Freude darin, künstlerisch sich auszudrücken. Auch kann es sein, dass er bereits schon viele Leben zuvor sich mit spirituellen Themen beschäftigt hat und jetzt eben nichts mehr am Hut damit hat und seine künstlerische Liebe in die Welt hinaustragen möchte. Vielleicht beschäftigt er sich kurz vor seinem Tod nochmal mit Spiritualität. Oft bekommen meine Ohren zu hören: Mein Mann ist überhaupt nicht spirituell und ich bin da sehr offen für spirituelle Themen. Es ist ausschlaggebend, wie ein Mensch sich seinen Mitmenschen gegenüber verhält. Seine Charakterstärke spiegelt sein spirituelles Verhalten, indem er zum Beispiel urteilsfrei agiert, in Demut lebt, nicht in Schubladen kategorisiert von richtig oder falsch, in dem, dass er liebt, fühlt und mitfühlend ist. Hingegen bewusst lebende spirituelle Menschen, die noch verurteilen und kategorisieren, die haben noch ein Stück des Weges zur wahren Spiritualität vor sich. Denn was Spiritualität ausmacht, ist, dass man Menschen annimmt, so wie sie sind, ohne zu verurteilen. Nur weil man sich mit spirituellen Themen auseinandersetzt und praktiziert, heißt es lange nicht, dass man weiterentwickelt ist oder etwas Besseres ist oder erleuchteter ist als andere. Das sind die Gefahren und Sackgassen, die Falle der Überlegenheit, die einen spirituellen Menschen unflexibel machen können. Das spirituelle Ego spielt somit seine Spielchen, das Spiel »Ich bin besser als du«. Wenn man das Ego abbaut und dadurch alte Muster löst, wirst du zu deiner wahren Natur durchdringen, zu deiner wahren Spiritualität, vom Ego zum wahren Selbst. Durch den Abbau des Egos entstehen neue Seinsqualitäten, die unser Leben außerordentlich befruchten. Die spirituelle Praxis gibt dir dazu den nahrhaften Boden. Den Zugang zu deiner inneren Welt bekommt man durch spirituelle Praxis, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Im Grunde ist das ganz einfach. Hier ein paar Beispiele. Verbinde dich mit der Schönheit der Natur
und spüre die tiefe Verbundenheit mit allem, was lebt und ist. Finde jeden Tag ein paar Minuten für die Stille in dir, um dich auf deine Atmung zu konzentrieren und deine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Fühle täglich Momente der Dankbarkeit für das, was ist. Erkenne die Geschenke der kleinen Dinge im Leben. Dankbarkeit öffnet dein Herz für die Fülle deines Lebens. Lebe deine Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment und sei ganz bei dem, was du gerade bewusst tust. Ergänze deinen Alltag mit einem gesunden Austausch mit Gleichgesinnten, die dich auf deinem spirituellen Weg bereichern. Beschäftige dich mit spirituellen Themen durch Bücher oder Filme. Mache eine Innenschau und setze dich mit kränkenden Lebenserfahrungen auseinander. Baue deine Ängste ab, lasse Gefühle zu und nimm das Leben so, wie es ist, an. Begreife deine Existenz in größeren Zusammenhängen. Denn wir sind alle eins, du und ich, ob bewusst oder unbewusst gelebte Spiritualität. Regelmäßige Übungen eröffnen deinen nachhaltigen Erfahrungsschatz. Spirituelle Übungen sind das Ergebnis vielfältigster Erkenntnisprozesse. Spiritueller Wachstum zeigt auch, dass schwierige Umstände nicht Feinde sind, sondern helfende Freunde, die zum Lernen herausfordern. Gehe deinen spirituellen Weg mit Demut, Offenheit und Verletzlichkeit. Alles andere führt zu Stillstand. Öffne dich für dein wahres Wesen, für deine Spiritualität, denn das bist du, du in deinem vollsten Potenzial. Spiritualität kommt aus deinem Herzen und ermöglicht dir einen persönlichen Zugang zu deinem göttlichen Kern. Entdecke deine Schätze, deine wahre Essenz, deine Liebe zu dir. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.